Ich einmal in die Bildzeitung geschaut, dort ist hier nur ein sag was Sinn ist und was out als Szene-Scout. Da musst du sowas wissen, denn weißt du, was in der out ist, kannst du andere prima wissen. Zum Beispiel im Stehen, im Streiten küssen. Ist nur wirklich ein Vertraut, mal das Ei gerissen. Setz dich hin beim Urinieren und lass langsam fließen. Dann wirst du gleich ein Flügel und anderes genießen. Ein saubes Stuhl im Badezimmer stehen sehen. Ist eine absolute Mutter und auch wirklich angenehm, also schön. Das hast du jetzt begriffen, also hör auf meinen Raten, halt dich dran beim nächsten Schiffen. Beim Scheißen ist das Ganze sowieso so. So ein Sitzschiss auf Freude macht das Lob froh. Sollten alle Stricke reißen und du weißt mehr wohin. Hör auf Legotronics Rat, denn dann bist du total in. Ich weiß Bescheid. Ich weiß Bescheid. Ich weiß Bescheid. Wenn du morgens nach dem Aufstehen das Milch trinkst und auf deiner Oberlippe krass nach Milch stinkst, solltest du dich gleich danach am besten waschen. Lass dich von deinen Freunden überraschen. Was ich meine, ist der legendäre Milchbad. Wenn der Oberlippenflausch mit der Milchbad, ist das wirklich äußerst grausam und total hart. Und für jeden Tag ein absoluter Fehlstart. Willst du dir den Bitterspeck erhalten bei der Freundin oder auch bei deinen Alten? Denk dran, Milch bei das Gefühl schnell erkalten. Da lässt niemand ohne weiteres in aller Walten. Staune nicht, wenn dir dann jeder auf den Mund schaut. Glück hast du, wenn dir nicht ein oder zuhaut. Wenn ich sehe, mach ich erstmal ein Mu laut. Ich bald gegen eine feine Kur, bist total aus. Ich weiß Bescheid. Ich weiß Bescheid. Ich weiß Bescheid. Aha. Was ist in und was ist out? Denke nach, denn das ist wichtig. Wenn dich keiner mehr anschaut, dann machst du irgendwas nicht richtig. Wenn du es dir nennst, dass du wirklich hin bist und dich niemand für dein Tun auseinanderpisst, solltest du am schnellsten Weg zum Kiosk laufen und dir dann die neue Bild des Tages kaufen, weil da wirklich alles Wissenswerte drinsteht. Und du dann natürlich weißt, woher der Wind weht. Katja Kessler weiß Bescheid, wie sie so abgeht. Jeder Promi und wie und wann er dreht. Und am Ende ist da eine kleine Liste. Schneid sie aus und nimm sie mit auf deine Piste. Hängen sie dir am besten rein, deine Kiste. Und dann zeigst du mit dem Finger drauf, das siehst du. In und out steht ganz groß rot geschrieben. Halt dich dran, alle Leute werden dich lieben. Das ist einfach wie das Mixen von Chitonic. Und im Zweifelsfalle fragst du Egotronic. Ich weiß Bescheid. 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 Ich weiß Bescheid.